Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video. In dem Video möchte ich euch eine riesengroße Fabrik vorstellen, eine Papierfabrik, die wurde 2013 geschlossen. Im Hintergrund kann man sie schon sehen. Sie hatte über 100 Angestellte, die wurden alle entlassen und jetzt steht das Gelände hier leer und vergammelt langsam. Also ich zeige euch mal schnell das Gelände. Das ist alles verlassen, das ist ein riesengroßer Lost Place. Die ganzen Häuser hier, die ganze Fabrik, was ihr hier sehen könnt, das ist alles verlassen. Und das werde ich mir jetzt Schritt für Schritt alles ansehen. Ich bin schon gespannt, was es so zu sehen gibt. Hoffentlich ist nicht zu viel zerstört, denn es sind überall schon die Scheiben und so weiter eingeschlagen von so kleinen Bengeln wahrscheinlich. Wer soll es sonst gewesen sein? Aber jetzt gehe ich mal in dieses Gebäude rein. Das sieht ziemlich interessant aus und dann schauen wir einfach mal, was dort drinnen ist. Dieses Gebäude hier sieht irgendwie so wie ein Überwachungsposten aus, oder? Würde ich mal sagen. Okay, aber für knapp 10 Jahre, dass das leer steht, sieht es schon ziemlich vergammelt aus. So sieht das innen aus. Hier am Boden sind so komische Poster auf Dänisch oder was ist denn das? Oder Schwedisch, irgendwie sowas. Kommt mir, glaube ich, vor. Falls irgendwer weiß, was da oben steht, kann er es ja gerne in die Kommentare reinschreiben. Gehen wir mal hier rauf die Treppe und schauen, was uns oben erwartet. Das Ganze hier sieht schon ziemlich in die Jahre gekommen aus, obwohl es erst seit 2013 geschlossen ist. Also das habe ich so von Freunden erfahren, aber es sieht alles ziemlich wild aus, also wie wenn hier irgendwie eine Bombe eingeschlagen hat. Wasserboiler, oder? Schauen wir mal, funktioniert da was? Ein, aus, no! Leider kein Strom, hier ein Regal, nichts Besonderes. So sieht es in diesem Raum aus, alles ziemlich leer, aber das Gelände ist so riesengroß, warum man das nicht irgendwie nutzen kann. Warum man nicht irgendeine Waschanlage für Autos oder so hinstellt, verstehe ich nicht. Gehen wir mal hier runter in den Keller oder was das ist. Oh, das ist ja alles voller Wasser hier. Schaut euch das an, da können wir leider nicht reingehen. Weil hier ist ja metertiefes Wasser da unten. Seht ihr die Türe? Also hier war mal ein Eingang, hier geht die Treppe hin. Aber das ist ja Meter tief unter Wasser. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal irgendwo da rein und schauen mal, was es da drüben so zum Sehen gibt. Schauen wir, was ist in diesem... Das ganze Glas, schaut euch das an. Oh, okay, hier sind schon mal Ordner. Schauen wir mal, was so drinnen steht. Buntglas, okay. Interessantes, kleines Häuschen hier, voll mit Dokumenten mit irgendwelchen Plänen, das ist irgendwie so ein Längsschnitt, wahrscheinlich vom Gelände. Und hier am Boden auch alles voll mit irgendwelchen Zeitschriften, Katalogen, Dokumenten. Hier am Boden sind sehr viele Zeitschriften. Schauen wir mal, was ist das hier? Zeppelin 2008, 2009. Ja, lauter so Bagger und so Zeug. Zubehör, Schaufeln. Ja, seht euch das an, was ich gefunden habe. Betriebsvorschrift November 1976. Hier ist noch so ein uraltes Telefon, wahrscheinlich irgendwie aus den 90ern oder so. Und hier schaut euch das Gelände an, wie riesengroß das ist. Hier ist so eine riesengroße Halle, die ist zwar leer, aber hier in diesem Gebäude sieht es sehr spannend aus. Und hinterbei dieses alte Gebäude, also hier, das sieht auch ziemlich spannend aus. Jetzt gehen wir weiter und erkunden die Gegend. Gehen wir mal in diese Halle rein. Boah, was ist denn hier? Hier fehlt irgendwie schon komplett das Dach. Man muss wirklich aufpassen, wo man hier hinsteigt. Weil da kann man ja irgendwo, also hier kann man ja überall runterstürzen. Wahnsinn, aber das sieht schon auf jeden Fall irgendwie älter aus. Boah, schaut euch dieses Förderband an. Hier wurde wahrscheinlich irgendwas transportiert, damit man das Papier herstellen kann. Man muss richtig aufpassen, wo man hinsteigt. Schaut mal her. Hier reintreten und
dann ist man weg. Dann, wer weiß, ob dich dann irgendwer noch finden kann. Was ist das hier? Irgendwelche Schaltpläne oder so? Oder was ist denn das hier? Kleine Kommandozentrale. Ach so, war das eine Waage? Irgendwie für die LKWs oder so vielleicht? Oh, nichts drin. Hier eine komplett leere Halle. Es gibt nicht allzu viel zu sehen, außer hier so ein Silo oder was das ist, so ein gigantischer. Der sieht etwas neuer aus. Eine Treppe runter. Schauen wir uns gleich an. Was ist hier? Boah. Wo führt denn das hin? Also hier war irgendwie ein Lager oder so da drinnen. Wahrscheinlich wurde irgendwas drinnen gelagert. Also das Gelände sieht zum Teil irgendwie so heruntergekommen aus, wie wenn es schon 100 Jahre verlassen ist und nicht gerade mal 10 Jahre. Hier ist noch eine riesengroße Halle. Was ist hier? Büro. Ah, da sieht man es. Schaut her, Sonntag, 31. März 2013. Wie ich es gesagt habe am Anfang, die wurde 2013 geschlossen, die Fabrik. Ist denn das hier ein Computer oder was? Was soll das sein? Weiß das irgendwer? Für irgendwelche Daten oder was soll das sein? Finanzen? Schaut euch diese Hallen an, wie riesengroß das alles ist. Überall führt eine Treppe hin, irgendwelche Räume. Das kann man sich gar nicht alles ansehen, da braucht man ja wirklich einen ganzen Tag dafür. Der sieht noch gut aus, ich glaube, den könnte man sicher noch verwenden, oder? D-Mark 2x10 Tonnen. Hier hängt sogar noch die Fernbedienung für den Kran. Wahnsinn. Hier ist er. Aber was war hier unten? Irgend so ein Häcksler, oder? Hat man hier irgendwas reingeschmissen und das wurde dann klein gemacht. Boah, jetzt hat es mich erschrocken. Fährt ein Zug vorbei. Schade, dass es ein bisschen leer ist. Wahrscheinlich wurde die Hälfte geklaut, die Hälfte wurde angezündet. Wie immer. Also hier, mir kommt schon vor, dass hier ordentlich randaliert wurde. Vorsicht, Strahlung, okay. Schauen wir mal, was hier gestrahlt hat. Was ist denn das hier für ein Ding? Konnte man irgendwie. Ach so, schaut mal her, so funktioniert das. Das ging irgendwie auseinander oder so. Schaut mal her, wenn ich da drehe, dann geht es hier auseinander. Für was ist das? Weiß das irgendwer? Was ist das hier? Agar Pressluftatmer. Ist das hier alles riesengroß? Was hier alles drinnen war? Das ist die Frage. Das schallt richtig. Hallo? Hallo, hallo, hallo? Was ist denn das hier für ein Heftchen? Eros. Kuna, das ist aus Kroatien, das verstehe ich sogar. Erika. Vlažna Mačkica pod Duschen. Vjerujete li u duhove? Ui, das zeige ich aber lieber nicht. Sonst sperrt mir YouTube das Video. Bekomme ich noch einen Strike und muss meinen Kanal löschen. Ah, schau dich Papier an. Druckerpapier ohne Ende. Alles voll, die ganzen Boxen mit Papier. Hier sind sogar Eisenbahnschienen. Hier konnte man mit dem Zug reinfahren und wahrscheinlich hier irgendwas entladen. Und das wurde dann weiter verarbeitet. Was ist das hier am Boden? Hier sind irgendwelche Franz Lippe Wien. Was ist denn das hier? War das irgendwie so eine Art Stempel oder so? Konnte man irgendwie hier so Zahlen raufdrücken? Keine Ahnung. Könnt mir natürlich gern wieder einen Kommentar hinterlassen, falls es jemand weiß. Seht euch mal diesen Haken an, was der heben kann. 20 Tonnen, oder? Ja, 20 Tonnen. Warum man das hier wieder stehen lässt, frage ich mich. Das ist doch sicher noch etwas wert, oder? Was meint ihr? Für was hier dieser Gang gedient hat, was meint ihr? War hier irgendein Lager oder so,
Und dann hat man die Sachen hier unten irgendwo verstaut oder so, oder wieder rauf und runter gehoben. Irgendein Trafo oder was soll das sein? Interessant, ja, ich glaube, das war so ein Trafo, oder, wenn es mich nicht täuscht. Der Hebel, was war das, ein aus oder so? Service Siemens, November 2006. Und hier sind noch mehrere von denen. Und diese Hebel, was da drinnen ist, das rote Zeug oder was soll das sein? 380 Volt Anspeisung für den Motor, kommt von Zelle 5 oder so. Interessant. Hier hat es sicher gebrannt, sieht man am Stuhl. Hier haben die Leute irgendwas angezündet, die Decke auch total schwarz. Alles voller Ruß und so. Ja, leider. Also ja, am Boden sieht man es auch. Da wurde mit Absicht sicher irgendwas angezündet, damit man ein bisschen lachen kann. Es ist schon ein bisschen unheimlich hier. Also wie so Tschernobyl sieht das ein bisschen aus. Alles so verlassen. Schaut euch die Wände an und die Tore, alles. Alles gammelt schon langsam dahin. Da sieht man mal, was 10 Jahre ausmachen, wenn man etwas nicht pflegt und einfach stehen lässt. Hier ist auch ein Schrank mit so ein paar Sachen. Irgendwelche Ventilatoren. Was ist das hier? Und das ist sogar Kupfer, wenn ich mich nicht täusche. Das könnte man sogar noch... Oh, das ist sogar richtig schwer. Da könnte man sogar ein paar Euros noch rausholen mit dem Schrott. Hier wieder lauter Müll und so. Außer ein Hammer. Den könnte man noch eventuell verwenden. Der ist noch heil. Ui, was ist denn das hier? Leck mich. Dreilochstute. Oh je, die Fotos zeige ich euch lieber nicht. Aber was ist denn das hier? Schaut euch das an. Noch original verpackt. Aus Polen oder so. Ist das so ein Polenböller? Wo alles in die Luft fliegt. Ey! Leute, es sind überall so diese Erotik-Zeitschriften aus den 2000er Jahren. Es sind am Boden, also es sind sicher 10 Stück oder so, habe ich gesehen. Also jetzt schon langsam kann ich verstehen, warum die Kinder hier gern herkommen. In diese große, verlassene, gruselige Fabrik. Oh, hier sieht es unheimlich aus. Gehen wir hier mal rein. Was ist denn da los? Es liegt da irgendein Drucker oder so. Boah, was ist denn hier los? Auch so ein kleiner Lagerraum oder so, Autoreifen, eigentlich nichts Wertvolles hier. Die Türen sind auch schon etwas älter, oder? Feuerschutztüren geschlossen halten. Puh, die sind sicher nicht mehr auf dem aktuellsten Stand. Was ist hier? Schauen wir hier mal rein. Ui, was ist denn hier drinnen passiert? Erdbeben oder was? Oder waren hier irgendwie Diebe am Start und haben alles verwüstet nach irgendwelchen wertvollen Sachen. Also ich weiß echt nicht, ob da noch irgendwas wert ist. Was ist das hier? Irgendwelche komischen Rollen, noch original verpackt. Boah, was ist denn hier drinnen? Alles voll mit irgendwelchen Kartonen oder so. Hier stehen sogar noch neue Kartone. Puh, aber ich glaube, die sind alle leer. Oh, hier ist eine Feuerlöscher-Sammlung. Sagen wir so. Hier könnte man wie bei Simpsons, also der Bart, so ein Feuerlöscher-Auto machen. Man kann so viel hier sehen. Man weiß gar nicht, wo man überall hingehen soll, denn es ist überall irgendwas. Irgendein Zeug. Schaut euch die Kommandozentrale an. Wie in so einem Kraftwerk fast, kann man sagen. Wahnsinn, was steht hier? Verhalten im Notfall. Presslufthorn abstellen. Schiebe aus schichthabender Heizer suchen. Kesselbrenner abstellen durch. Bla bla bla. Wahnsinn, hier ist die Kommandozentrale, kann man sagen. Also wie in so einem Kraftwerk fast. Was war hier? Hier wurde irgendwas aufgezeichnet. Was ist denn hier los? Solche Perverslinge, diese Arbeiter.
Anstatt dass Sie auf die Kommandozentrale aufpassen, schauen Sie hier so komische Heftchen und versauen sich Ihren Geist. Was war denn hier? War das irgendwie ein Ofen oder so? Man sieht jetzt nichts da. Man sieht nichts. Man sieht nicht ordentlich hinein. Boah, Wahnsinn. Das ist ja ein Gerät. Aber das war hier irgendwie so eine Brennkammer oder so, wenn es mich nicht täuscht. Dieser riesengroße Schornstein, der ist jetzt genau hier, glaube ich, oder? Nein, der ist hier drüben. Da sehe ich ihn. Hier ist der Schornstein. Ich weiß nicht, was das hier war. Irgendein Riesenofen oder so. Gehen wir mal rauf. Schauen wir mal, ob es hier irgendwie etwas Interessantes gibt. Gehen wir nochmal rauf. Die letzte Etage. Na, was ist hier? Was ist denn das? Irgend so ein Riesending. Weiß ich nicht, was das ist. Könnt mir ja wieder gerne einen Kommentar hinterlassen, wie immer. Jetzt gehen wir mal hier rauf. Hier geht es ordentlich runter. Schauen wir mal. Oh, herrlich, die Sonne scheint. Das da drüben sieht ja aus wie ein Gefängnis fast. Wie so ein Bewachungsturm. Die Anlage aus der Luft, Leute. So sieht das aus. Schaut euch mal an, wie riesengroß das hier alles ist. Der Turm, der Schornstein, hier könnte man sogar raufklettern auf den Schornstein. Die Sugar Babes. Solche lieben. Aber ja, die gibt es ja auch nicht mehr. Wie alles, was gut war, muss irgendwie irgendwann enden. Schon wieder so ein Heftchen. Überall diese Heftchen. Was tut die da? Klavier spielen, oder? Überall diese Pornohefte, das gibt es doch gar nicht. So viele Räume, das kann man sich gar nicht alles ansehen. Was ist denn das hier? Ein Radio, ob es noch funktioniert. Silvia, hier ist schon wieder alles voll mit so Heftchen, da kann ich nicht rangehen. Den können wir uns ansehen, den Kalender. Der ist schön. Berge, also andere Berge, die können wir uns ansehen. Ja, sag einmal, schon wieder ein Heftchen. Happy Weekend. D-Mark noch, Leute, D-Mark. Da gab es halt früher noch kein Internet. Da hat man solche Heftchen verwendet zum... Oh, das gibt's doch nicht. Hier auch alles voller Heftchen. Das gibt es doch nicht. Also hier war irgendwie so die Heftchensammlung oder Lagerung. Es ist alles, diese ganzen Hefte, ich kann nicht zu nah rangehen, denn sonst sieht man es. Also das ist alles voller Erotikzeitschriften. Hier, überall. Schauen wir uns Fliesen an, ist besser. Fliesen. Leute, ich bin jetzt schon über 3 Stunden am Filmen und ich habe noch immer nicht alles gesehen. Das ist so riesengroß, also... Das Schneiden wird jede Menge Arbeit. Ich glaube, da sitze ich sicher 5-6 Stunden dran. Hey, hier ist sogar was original verpacktes. Irgendwelche Lager oder so. Und ist hier auch so eine kleine Kommando-Schaltzentrale. Rauchen verboten. Das sind mal ordentliche Zahnräder, oder? Was meint ihr? Was das wohl angetrieben hat? Das ist wieder so ein uralter Kran. Der gammelt langsam vor sich hin. Leute, es reicht. Ich gehe nach Hause. Ich bin schon 3 Stunden und 40 Minuten hier. Also so lang war ich noch nie auf einem Lost Place. Denn es gibt einfach so viel zu sehen. Man müsste schon fast 2 Teile machen, also 2 Videos. Ich mache aber nur ein Video. Ich schneide alles schön zusammen. Also das Schneiden wird sowieso sicher 5-6 Stunden dauern. Das weiß ich jetzt schon. Aber egal, mir macht es auch Spaß. Lasst mich in den Kommentaren wissen, wie euch das Video gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben bitte. Abonniert meinen Kanal, wie immer. Und ja, lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Video. Und auf Wiedersehen. Ciao.